Ein metastasiertes Nierenzellkarzinom findet sich in circa ein Drittel aller Fälle. Zwei Drittel werden in einem lokalisierten Stadium diagnostiziert. Symptome einer metastasierten Erkrankung können sehr vielfältig sein, oft auch unspezifisch. Klassischerweise denke ich bei einem metastasierten Nierenzellkarzinom zum Beispiel an Schmerzen im Knochen, bei Metastasen oder Ablegern im Knochen, aber auch Symptome bei Lungenmetastasierung, aber dann auch unspezifische Symptome wie Gewichtsverlust, Fieber, Nachtschweiß, vermehrte Müdigkeit. Einen Arzt sollte man aufsuchen, zum einen bei Symptomen des lokalisierten Tumors. Hier denke ich hauptsächlich an Blutbeimengung im Urin oder Flankenschmerzen oder eine tastbare Resistenz im Bereich der Flanke. Bei fortgeschrittener Erkrankung, metastasierter Erkrankung, denke ich, sollte man den Arzt aufsuchen, wenn Symptome über eine längere Zeit anhalten. Wir haben den Gewichtsverlust erwähnt, aber auch Müdigkeit, vermehrte Müdigkeit, Fieber, Nachtschweiß oder nicht behandelbare Knochenschmerzen. Zur Diagnose eines metastasierten Nierenzellkarzinoms gehört sicher zuerst eine gründliche klinische Untersuchung, dann aber auch eine laborchemische Untersuchung und im Weiteren natürlich bildgebende Verfahren, zum Beispiel die Computertomographie oder heutzutage auch nuklearmedizinische Verfahren wie die PET-CT-Untersuchung. Das Schwierige bei NET-Tumoren ist, dass man in der Frühphase häufig eben gar keine Symptome hat. Es kann sein, dass der Tumor schon 1 oder 2 Jahre da ist und der Patient gar nichts davon bemerkt. Typischerweise treten Beschwerden erst dann auf, wenn der Tumor Metastasen gebildet hat, Ableger zum Beispiel in die Leber. Und wenn das passiert ist, dann gibt es vor allem zwei typische Symptome, die auftreten. Das eine ist eine Flush-Symptomatik, das heißt, die Patienten bekommen Hitzewallungen, sie werden rot im Gesicht, fühlen sich heiß an. Und das zweite ist, dass viele Durchfall bekommen. Das heißt, nicht, wenn man das mal ein paar Tage hat, aber wenn man das Wochen oder Monate hat, dann sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, wie man sie diagnostizieren kann. Entweder man kann mit einer Bildgebung herausfinden, ob es einen Tumor hat, zum Beispiel mit einer Computertomographie oder mit einer Magnetresonanztomographie. Oder bei den Tumoren, die Hormone produzieren, kann man es auch biochemisch diagnostizieren, das heißt, man kann einen Bluttest durchführen. Eine Gichterkrankung wird in der Regel diagnostiziert, wenn der Patient mit zum meist unspezifischen Symptomen zum Arzt kommt. Unspezifisch heißt, dass sie auch bei anderen Erkrankungen auftreten können. Und typischerweise wäre zum Beispiel Völlegefühl, Schmerzen durch Druck des Tumors auf verschiedene Strukturen im Bauchraum, Gewichtsabnahme und Blutungen durch den Tumor. Das heißt, die Patienten bemerken dann Blut im Stuhl. Ich bin notfallmäßig operiert worden wegen Blut im Stuhl und dabei wurde der Tumor direkt entfernt und eigentlich wurde es erst bewusst, nachdem der Tumor dann schon rausoperiert worden ist und der Arzt dann halt irgendwann nach 3, 4 Tagen den Pathologiebericht hatte und wirklich dann mit mir ein ernstes Gespräch führen wollte und da wurde es dann irgendwann klar, dass es noch was Schwierigeres sein sollte und nicht unbedingt eine normale Allerweltskrankheit. Und klar, im Nachhinein denkt man schon darüber nach, ob man im Vorfeld Symptome hatte, ein bisschen Magendrücken, Magenkrämpfe mal, aber ob das wirklich damit zusammenhängt, ist auch im Nachhinein schwierig zu sagen. Aber wirklich wissen tut man es nicht. Also ich kann nicht vorher sagen, dass es wirklich große Symptome gegeben hat. In der Folge wird in der Regel eine Bildgebung, meistens eine Computertomographie oder eine Ultraschalluntersuchung veranlasst. Aber die definitive Diagnose kann nur gestellt werden, wenn ein Pathologe eine Gewebeprobe, Zellen und Gewebe von diesem Tumor unter dem Mikroskop untersucht und dort spezifische Färbungen macht, die ihm ganz sicher die erlauben, die Diagnose zu stellen.